Flo, was mich heute gewundert hat, du warst Feldspieler, nicht im Tor. Was ist da los? Ja, ich wollte mal wieder was für die Fitness machen, deswegen habe ich mir gesagt, komm, gehst mal ein bisschen raus und machst mal ein paar Meter, guckst mal, wie es noch geht und so, aber ich glaube, im Tor war ich trotzdem besser aufgehoben. Wie guckt ein Torwart die Fußball-WM? Achtest du da mehr auch auf die Leistung der Torhüter? Och, also ich bin da relativ neutral. Also ich habe ja einen Sohnemann, der ist jetzt 5 und da haben wir ein bisschen uns die Spiele angeguckt. Und klar, willst du dir ein paar Torhüter auch angucken und immer mal wieder schauen, wie hat sich das Niveau wieder verändert. Und ich denke, Manu hat es ja schon vor ein paar Jahren auf ein Riesenniveau gebracht, dass der Torwart fast schon der 12. Feldspieler oder der 11. Feldspieler ist. Und deswegen, ja, aber einfach neutral und schön Fußball gesehen. Ich denke, das war auch eine WM der Überraschungen. Ne? Buffon spielt immer noch mit 40, aber wir wollen ja auch mal so jüngere Torhüter sehen. Wer käme denn da so nach, auch nach Neuer, der ist auch schon 32. Auf wen können wir uns denn freuen? Was glaubst du? Ja gut, ich denke, Marc-André Ter Stegen hätte es aus meiner Sicht schon verdient gehabt. Ne? Ich meine, klar, der Jogi Löw hat da seine Gedanken gehabt und mit Manu haben wir ja momentan auch einfach den Besten, muss man auch ganz klar sagen. Also Manu ist für mich momentan auch der weltbeste Torwart, hat natürlich jetzt mit der Verletzung einen gewissen Rückstand vielleicht auch gehabt, aber hätte wenn, ich meine, das ist immer so, im Nachhinein tut man immer viel in den Krümeln suchen. Mit Marc-André, denke ich, haben wir da schon einen Fußstapfen, der auch noch ein bisschen länger vielleicht spielen kann. Und ich denke, ihm gehört die Zukunft. Also so sehe ich das momentan. Man hat ja früher mal gesagt, Deutschland ist so ein Torwartland. Aber warum spielen so viele, auch ausländische Torhüter in der Bundesliga? Ich denke da an die vielen Schweizer, ich denke an Radetzky in Leverkusen, Rönnhoff jetzt in Frankfurt, die Bremer haben ja, glaube ich, auch einen in Tschechien. Ja. Ja, dann noch die Schweizer Garde, ne? Ein bisschen mit Bürki und mit Sommer. Also ich denke, das ist momentan vielleicht ein kleiner Trend auch. Dadurch geht halt ein Leno jetzt zu Arsenal London, jetzt auch mal ins Ausland, ne? Wagt auch einen Schritt weiter. Ich denke, für den Jungen ist es auch vielleicht dann eine neue Erfahrung, wo er nochmal wachsen kann. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben in Deutschland kein Torwartproblem. Kommen immer wieder welche nach und ich denke, da sind wir auf jeden Fall für die nächsten Jahre immer auch gut gerüstet. Ja.